Hier sind wir wieder, die deutsche Ausgabe der wisdomfactory.net, sagt man ja auf Deutsch. Und ich bin hier mit Elisabeth Schmidt-Papst und wir wollen im Rahmen von Conscious Aging, Conscious Dying ein Gespräch führen über das, was ihr Interesse ist im Leben. Und wir haben uns erst vor kurzem kennengelernt. Eigentlich kennen wir uns noch gar nicht richtig, aber über das Thema sind wir in Kontakt gekommen. Und deswegen möchte ich dich bitten, etwas über dich zu erzählen, damit ich auch was weiß und unsere Zuhörer und Zuschauer auch ein bisschen was wissen über dich. Ja, gerne. Vielen Dank, für das Gespräch überhaupt. Ich freue mich sehr drüber. Mein Name ist Elisabeth Schmidt-Papst. Ich bin US-Amerikanerin, gebürtig, aber lebe seit über 20 Jahren in Deutschland. Und ich arbeite seit über 10 Jahren im Hospizbereich, wahrscheinlich inzwischen schon 15 insgesamt. Und arbeite auch in einer ambulanten Hospizdienst, da bin ich Koordinatorin. Und leite gleichzeitig nebenberuflich ein Projekt für Migranten, die sich spezialisieren als eine Art Kultur- und Sprachmittler für Pflegebedürftige. Also so habe ich viel Gelegenheit, sowohl Erfahrungen mit Patienten zu machen. Ich meditiere auch mit Patienten im Hospiz und ich koordiniere die Versorgung für Menschen, die zu Hause sterben wollen. Ich berate sie. Als auch sehr viel mit Menschen mit Migrationshintergrund zu tun habe. Und im Hospiz leite ich seit 6 Jahren ein Projekt, die nennt sich Am Lebensende fern der Heimat, die speziell für Menschen mit Migrationshintergrund, die sterbend in Deutschland sind, auf die spezialisiert, weil ich gemerkt habe, dass die viel weniger wissen über Hospizangebote in Deutschland. Gibt es eine wahnsinns tolle Palliativ- und Hospizlandschaft, die kostenlos ist und einfach wunderbar. Und viele wissen das nicht, viele Deutsche nicht und Migranten erst recht nicht. So, genau, das ist so mein beruflicher Hintergrund. Und zu Spiral Dynamics kam ich vor, bestimmt das allererste Mal in Berührung vor gut 18 Jahren. Ich bin seit 18 Jahren Schülerin von in Berlin lebende spirituelle Lehrerin Maria Nanda. Und sie hat uns, also seit ich bei ihr bin, lernen wir Spiral Dynamics, die 4 Quadranten, Enneagramm, also sind einfach Tools, die sie oft benutzt. Und das hat mein Interesse so angefeuert, dass ich dann irgendwann in der Arbeit gemerkt habe, dass auch in meinem beruflichen Leben im Hospiz und auch mit den Menschen mit Migrationshintergrund, dass diese Tools genauso sehr hilfreich sind. Genau. Ja, danke. Was mich jetzt interessiert, du bist ja noch jung und dann arbeitest du schon 15 Jahre im Hospizbereich. Was hat dich dazu gebracht? Das ist ja eigentlich ungewöhnlich. Ich erlebe eher, dass junge Leute von Tod nicht so viel wissen wollen. Wie ist das, dass es bei dir anders ist? Meine Mutter starb, als ich jung war und ich bin groß geworden mit einem schwerstbehinderten Bruder. Also waren diese Themen etwas, was mir nicht weit weg waren und begleiteten mich mein ganzes Leben. Und ich habe vor 15 oder 17 Jahren irgendwo in dem Dreh, habe ich angefangen als Pflegehelferin. Also ich hatte noch keine Ausbildung, noch kein Studium. Habe ich angefangen bei Obdachlosenheimen und bei den Junkies und den Süchtigen, alten Alkoholiker zu pflegen. Also die dann pflegebedürftig geworden sind. Und immer wieder habe ich Gelegenheit gehabt, auch dort Sterbende zu begleiten und habe gemerkt, dass die Pflegekräfte mich gerne gerufen haben, weil die wollten, der Standardspruch war, um Gottes Willen, der darf nicht sterben, während ich im Dienst bin. Und ich im Gegenteil fand das sehr spannend und war gerne im Dienst, weil das ist unglaublich interessant. Also da passiert etwas, was so sehr nah an das Mysterium des Lebens liegt, also
Geburt und Tod, Marianne sagt, Geburt und Tod gehören zusammen, Leben ist immer. Und das durfte ich und darf ich immer wieder erleben dabei. Ne? Und es liegt mir. Es macht mir wirklich Spaß. Und natürlich, es gibt auch viel Trauer und es gibt viel Schmerz, die man begegnet in meiner Arbeit. Aber das erlebte ich damals, als meine Mutter starb, und das erlebe ich bis heute, wenn es um Tod und Sterben geht. Es ist eine absolute Bullshit-freie Zone. Also die Menschen werden ehrlich, die Masken fallen, und da merke ich immer, oh, da erhole ich mich. Das ist so erfrischend, das ist so schön und es unterstützt mich in meinem Lebensweg. Also es ist das schönste Arbeit, den ich mir aussuchen könnte. Ja, danke. Das finde ich jetzt sehr interessant, dass du sagst, die Masken fallen. Ich habe das auch erlebt, als meine Mutter starb und alle Kinder da waren. Und einer meiner Brüder ist immer so, der macht immer einen Affen, sagen wir mal. Immer super lustig und immer super irgendwie, ne? Und dominiert irgendwie mit dieser komischen Art. Und da war er wirklich, habe ich zum ersten Mal ihn ernst gesehen. Nicht ernst in dem Sinne von Bierernst, so, ne? Sondern wirklich ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Nicht so sehr ernst. Ne? Ist nicht die ganze Zeit so rumgegangen. Das meine ich nicht mit ernst, sondern dem Anlass entsprechend. Ja. Ja. Er ist ein Arzt. Wahrscheinlich hat er das öfters auch schon erlebt. Aber uns gegenüber war er immer so der Clown in der Familie. Ja. Das finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Woran denkst du, dass das liegt? Naja, du hast das Wort ernst gesagt und ich denke, auf einer Ebene ist irgendwie das Leben ein Traum. Auf einer Ebene ist das wirklich wahr. Auf eine sehr tiefgreifende und große Ebene ist das wahr. Und auf der anderen Seite erleben wir in solchen Momenten die Ernsthaftigkeit, ohne jetzt Bier ernst, aber die Ernsthaftigkeit dieses Erfahrung und der Ernsthaftigkeit von Liebe und die Ernsthaftigkeit von Schmerz und die Ernsthaftigkeit von Vergänglichkeit, die uns oft nicht bewusst ist, weil wir es so gut verdrängen der Rest der Zeit. Wenn wir Pech, ich sage, wenn wir Pech haben, verdrängen wir es der Rest der Zeit. Und aus dieser Ernsthaftigkeit entspringt aber eine Lebensqualität, die so viel realer ist als der Oberflächlichkeit des Seins, wenn es nur um Konsum, Erfolg, Sachen hinterherrennen, all diesen Sachen. Ne? Und um Recht haben, meine Meinung ist richtig. Ne? Recht, genau. Dieses. Aber ich habe auch Geschwister gehabt, wirklich. Während die Mutter die letzten Atemzüge genommen hat, die noch gezofft haben, erwachsene Frauen, die ich wirklich angeschnauzt haben und gesagt, jetzt komm, das ist ihre Mutters letzter Atemzug. Würde sie wollen, dass ihre Töchter jetzt noch weiter streiken, jetzt in diesem Augenblick, in echt? Und dann waren die still und haben geweint. Aber dass das Recht haben wollen, kann ziemlich weit gehen. Aber also ich erlebe natürlich nicht, dass jeder so tief sich öffnen kann zu dem, was da geschieht. Manchmal ist das nicht so. Ne? Es ist nicht immer so. Aber die Atmosphäre ist eine Einladung dazu. Und meine Erfahrung ist, öfter als nicht ergreifen Menschen diese Gelegenheit, sich dem zu öffnen. Und es verändert wirklich vieles, wie du auch sicherlich weißt, von eigener Erfahrung. Das ist sehr schön. Und hast du dann mit diesen Menschen anschließend noch Kontakt und weißt du, wie sie damit umgehen anschließend, wenn der Mensch gestorben ist? Also meine offizielle Arbeit beendet mit dem Tod der Person, die ich begleitet habe. Aber wir haben im Hospizdienst ein Trauercafé und haben auch Trauerarbeit. Eine andere Kollegin ist zuständig dafür. Also das heißt, ich habe nicht oft Kontakt mit denen, aber die Unterstützungsangebote gehen weiter für sie. Aber da ist einfach, ich habe eine sehr klare Rolle, mhm. und
Ja, ich bin wirklich die Tante, die man ruft, wenn es um Sterben geht. Und nicht die, ich bin nicht die für danach, ich bin wirklich für währenddessen. Ja. Und kannst du mir ein bisschen was erzählen? Ich meine, zum Beispiel Buddhismus hat ja Ideen, wie der Sterbeprozess abläuft. Und ich glaube, in unserer westlichen Welt denken wir ja, wenn das Herz nicht mehr schlägt, dann ist man ganz bestimmt tot. Oder man sagt ja schon, wenn ein Hirn tot ist, dann kann man ungestraft das Herz rausschneiden oder irgendwas anderes. Das heißt, wir haben den Tod vorverlegt, bevor den Tod. Wie siehst du das? Und dann, das ist die eine Frage, wie siehst du das mit der Organrausschneidung, bevor man wirklich tot ist? Und dann auch, wenn es ein natürlicher Tod ist, wie siehst du den Prozess? Was hast du da erlebt? Das sind jetzt zwei komplexe Fragen. Such dir eine aus erstmal. Also zur Organspende, sage ich mal. Also es ist natürlich so, der Körper muss am Leben gehalten werden, um die Organe zu entnehmen. Also wer eine lange Krankheit erlitten hat oder so, der seine Organe werden nicht genommen. Das sind wirklich Menschen, die entweder einen Schlaganfall, irgendwas, was schnell passiert ist, wo man danach aber, oder ein Aneurysma oder ein Autounfall, wo man danach die am Leben halten kann, sodass da keine, dass die Organe nicht geschädigt werden. Und ich bin mir selber unsicher, wie ich darüber denke. Also meine Mutters Organen, da wurden viele Organe gespendet und später haben wir Briefe bekommen, so irgendwie anonym über drei Ecken kann man sich bedanken. Der Mensch, der ihre Teile ihrer Augen bekommen hat, der jetzt sehen konnte, und jemand hat wohl ihr Herz bekommen, und das ist wunderbar. Ich denke, wenn ich tot bin, brauche ich das nicht. Ne? Auf der anderen Seite bin ich auch manchmal unsicher, was macht das mit dem Sterbeprozess? Ne? Da bin ich mir unsicher, aber ich denke, wir finden immer unseren Weg. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe oft auf meiner Arbeit erlebe ich das Dilemma zwischen maximale Medizin und geschehen lassen. Und nicht, dass auch wenn eine Familie sich entscheidet für maximale Medizin, also wirklich therapieren bis zum Anschlag, noch eine Studie probieren, noch was versuchen, dass am Ende, wenn der Mensch sterben soll, der stirbt. Also wir können den nicht ad absurdum ewig am Leben halten. Das können wir zum Glück nicht. Und ich denke auch mit Organspende, okay, vielleicht verzögert sich dieser Prozess etwas. Auch wie du sagst, mit Buddhismus, es gibt da die verschiedenen Tage und es soll ruhen und so weiter. Meine Erfahrung ist, ich bin sehr oft dabei, direkt nachdem jemand verstorben ist, direkt davor. Währenddessen war ich wirklich nur zweimal, glaube ich, in all den Jahren, nur zweimal in dem Moment dabei gewesen. Sehr oft, ein paar Minuten später, ein paar Minuten davor. Aber was ich gesehen habe, ist, dass also es gibt der Spruch auf Deutsch, irgendwie im Sterben sind wir alle gleich, irgendwie sowas. Ob reich oder arm, im Sterben sind wir alle gleich. Und nicht nur ob arm oder reich, sondern meine Erfahrung ist, dass wir wirklich im Sterben alle gleich sind. Also so ein bisschen wie, wenn man eine Katze richtig kennengelernt hat, sieht man der Wesenheit der Katze in alle anderen Katzen. Die sind irgendwie, auch wenn die verschiedene Persönlichkeiten haben, da ist eine Wesenheit von Katze. Und dieses auch bei Mensch, obwohl unsere Persönlichkeit, meinen wir, sei extremst differenziert, im Sterben ist meine Erfahrung, dass diese Schichten der Persönlichkeit wegfallen. Und am Ende, da ist wirklich ein Körper, der noch atmet, der aber schon sehr weit gelöst ist von dieser Welt. Und das, was übrig bleibt, hat sehr wenig von der Wesenheit. Also, und dieses, was bleibt, ähnelt sich mit allen anderen, den ich erlebt habe. Und
Es fällt mir schwer, die Begrifflichkeiten zu finden, weil ich kenne keins dafür, aber ich habe es gesehen und erlebt. Und ich weiß manchmal nicht, also wenn Bewusstsein nicht am Körper gebunden ist, was ich glaube, dass es nicht am Körper gebunden ist, dann vielleicht findet der Prozess schon vorher statt. Und wenn der Körper tot ist, haben wir uns schon bereits sehr viel mehr gelöst, als es uns klar ist. Aber das ist ein bisschen Mutmaßungen. Also da bin ich mir nicht sicher. Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Also ich habe so das Gefühl, dass dieses Organ Spende ist natürlich gut für die Menschen, die damit überleben können. Aber irgendwie ist es eben auch zu einem Markt geworden, ne? Zu aller unserem Orangen vom Spiral Dynamics Streben nach immer mehr Gewinn, immer noch länger, immer noch besser. Und dass jetzt das Leben auch da hineingezogen wird in diese Optimierung von allem. Und wenn dann noch ein bisschen Haut übrig ist, kann ich dir vielleicht auch noch irgendwo ablegen. Ja? Also ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass man eigentlich erst dabei getötet wird, wenn einem die Organe entnommen werden. Ja? Und es ist ein sehr schwieriges Thema, auch das mit der Euthanasie, mit der freiwilligen Euthanasie. Ich weiß nicht, hast du dazu auch was zu sagen? Ich finde es ein sehr schwieriges Thema. Ich selber befürworte beides nicht. Ich bin im Moment da in dem Bereich, dass ich es dem Menschen ermöglichen möchte, das volle Leben auszukosten, vom Anfang bis zum Ende. Und ich möchte auch gern, wenn ich sterbe, dabei sein. Hm. Und mein Mann Marc war dabei in dem Moment, als er gestorben ist. Und es war auch sein Anliegen, das zu erfahren. Und ich denke, man nimmt den Menschen entweder von außen, wenn man die Organe entnimmt und sie dadurch hinweg macht, oder eben, dass man selber entscheidet, man möchte euthanisiert werden. Man nimmt sich selber die Erfahrung, die manchmal natürlich ziemlich schrecklich sein kann. Ne? Ich meine, wenn Menschen so arg leiden am Leben. Und dann ist es halt schwierig zu beurteilen, wann darfst du dir das erlauben, sterben zu wollen und wann nicht. Manche Leute wollen ja sterben für gar nichts. Ne? Und dann sind sie froh, wenn sie das nicht konnten und dann später nochmal ein neues Leben entdecken konnten. Also es ist eine sehr zweischneidige, für mich jedenfalls sehr zweischneidiges Schwert und ich habe beruflich damit nichts zu tun. Insofern frage ich jetzt dich dann nochmal dazu. Ja, es ist eine zweischneidige Schwert. Also es ist so. Es gibt Menschen, die sehr, sehr dolle zum Hadern haben am Lebensende. Und es gibt welche, die weniger zu hadern haben. Und ich habe auch Menschen gesehen, die nicht aus deren Angst kommen, die nicht tröstbar sind. Oder ein ganz anderes Beispiel, Menschen, die mit Magenkrebs nur am Erbrechen sind. Und wenn du schon mal Magen-Darm-Grippe hattest, also nach einem Tag denkt man, tot wäre besser als das, wenn das weiterginge und das über Wochen. Und da denke ich persönlich, da muss ich aber ein bisschen vorsichtig sein, weil ich arbeite, meine Träger ist eine kirchliche Träger und meine berufliche Meinung muss eine ganz andere sein. Auch der Hospiz- und Palliativverband ist absolut gegen ärztlich assistierten Suizid. Ich bin nicht ganz dagegen, aber ich bin für absoluter Regelung, dass das, ich will keine Gesellschaft wie Soylent Green, wo jeder, der ab einem gewissen Alter und ab einer gewissen, ist nicht mehr von Nutz für diese besser, schneller, höhere Gesellschaft, kann hingehen, ein Gift trinken, hinlegen und sterben. Das will ich nicht. Ich will in einer Gesellschaft leben, wo Pflege, jemand zu pflegen, ein Wert ist. Das ist nicht nur eine Belastung, sondern
wie viele sagen, oh, ich will keine Belastung sein, sondern dass es ein Wert ist, weil ich habe gemerkt, wenn ich jemandem helfe, dass mein Herz, meine Herzensbildung vorankommt, dass ich offener werde, dass ich an Grenzen komme, an der ich dachte, oh, das könnte ich nie. Und auf einmal kann ich es und auf einmal merke ich, wow, das ist schön. Da ist eine Intimität, da ist etwas, was passiert. Da lerne ich so viel. Ich will keine Gesellschaft, wo das kein Wert ist. Und deshalb bin ich sehr vorsichtig, weil die absolute Befürworter, da unterstütze ich, weiß nicht, wie man das sagt, Befürworter oder Befürworter? Befürworter. Danke. Die will ich auch nicht unterstützen, eben aus diesem Grund, weil es gab eine Studie, ich glaube 2013, von Dr. Henke und Dr. Besadi und andere, und die haben geforscht zu Migranten in Migranten und palliative Angebote in Deutschland und ob die sie in Anspruch nehmen und deren Einstellungen, und die haben entdeckt, dass bei der durchschnittliche Deutsche ist es so, dass am Lebensende will er auf keinen Fall Schmerzen haben. Auf keinen Fall Schmerzen, und dann kommt auch und auch nicht irgendwie jemand zu Last fallen. So, bei einem Menschen mit Migrationshintergrund kam als erste Nummer eins ist, ich will auf keinen Fall am Lebensende alleine sein. Mhm. Und dann nach langer Zeit kam Schmerzen und eine Belastung zu Last fallen kam gar nicht oder nicht relevant. Ja? Und wo man natürlich Spiral Dynamics mäßig sehen, okay, da ist mehr Purpur, klar, es sind andere Strukturen. Und aber dieses nicht alleine sein wollen, und ich denke, wir wollen eigentlich alle nicht alleine sein, und dass wir aber, unser Autonomiebegriff ist wirklich, ist entartet, und dass wir glauben, wir können über sonst was entscheiden, und die ist eine Täuschung. Und letztlich, meine jetzige Meinung in diesem Moment dazu, letztlich glaube ich, dass es egal ist, weil worüber wir sprechen ist, handelt sich um, ja, wie der Körper stirbt, aber stirbt tut der Körper so und so. Also letztlich, glaube ich, ist es in der Tiefe, meine ich jetzt, ist es, glaube ich, egal, welchen Weg man letztlich geht. Aber ja, gesellschaftlich, wie bitte? Für den Körper ja, aber für die Seele möglicherweise eben nicht, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, unsere Seelen sind so schlau, und da denke ich, wenn ich auch weiß, da sind viele Berichte über Menschen, die operiert worden sind, Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, die im Koma waren, die sagen, die haben alles gesehen und alles mitgekriegt. Und die Logik und das Wissen, die vorher hatten, hatten die auch währenddessen. Und deswegen denke ich, falls ich in einem Unfall sterben sollte und meine Organe entnommen werden sollten, denke ich, dass meine Seele so schlau ist zu verstehen, aha, meine Organe werden entnommen, also warte ich ein paar Tage. Ich denke, es ist ein wichtiges Diskussion fürs Gesellschaft. Yeah. Aber ich glaube, auf die spirituelle Ebene, glaube ich, dass es relativ Schnuppe ist. Glaube ich. Okay. Ich glaube, wir machen uns da zu viel Sorgen. Das sind jetzt zwei neue Gesichtspunkte, die du für mich gebracht hast. Einmal der und das andere, diese völlige übertriebene Individualität, die dahin führt, dass wir anderen nicht zur Last gehen wollen und damit letztendlich anderen die Möglichkeit nehmen, zu sorgen und damit für sich selber ein Gefühl des Gebrauchtwerdens oder des auch Wichtigseins für andere Menschen, sich selber zu nehmen. Ne? Wenn ich für niemanden sorgen kann, ich finde, also vor allen Dingen Frauen sind ja sowieso im Allgemeinen ganz groß im Sorgen. Ich fand es ganz wichtig, für Marc zu sorgen oder für meine Mutter damals zu sorgen, als es zu Ende ging, weil es war sehr anstrengend, es war sehr schwierig, ja, weil du kommst dann, man kann das fast spirituell nennen, du kommst in einen zeitlosen Raum,
wo die Tage, die Folgen so aufeinander, aber das könnten jetzt auch Monate gewesen sein. Am Ende bist du erstaunt, das waren nur so und so viele Tage, aber es ist wie eine Ewigkeit. Und es ist auch stressig, weil du hast Entscheidungen zu fällen und so weiter. Aber insgesamt ist es eine Zeit für mich jedenfalls gewesen, die außer der Zeit ist, also außer dem normalen Leben, außen draußen. Und es ist etwas, was du sonst normal wahrscheinlich nicht so einfach erlebst. Vielleicht gibt es andere Momente. Vielleicht ist das, was die Leute, wenn sie so gefährliche Sportarten machen, vielleicht ist es das, was sie suchen, dass sie aus der Zeit herausgehen. Aber man kann es auch haben, indem man die eigene Mutter oder Großmutter pflegt zum Beispiel. Ja, also letztlich ist das auch die Erfahrung, die wir machen, wenn wir meditieren oder wie du sagst, extreme Sportarten. Aber ich denke, dass es nicht nur darum geht, dass man gebraucht fühlt und merkt, man hilft jemandem, sondern ich glaube, es hat auch einen ganz wichtigen Wert, weil... Also heutzutage kriegen immer weniger Kinder. Wenn ich einfach mein Leben in Deutschland betrachte, mir geht es so unglaublich gut. Also ich bin nicht reich, aber mir geht es super gut. Ich habe alles, was ich brauche. Ich hungere nicht, ich brauche keine Angst haben. Ich darf so vieles entscheiden in meinem Alltag. Ich habe mindestens 10 Paar Schuhe. Also es gibt so viele Dinge, wo ich im absoluten Luxus und privilegiert bin. Und dass ich lebe auch in einem Land, wo relativ wenig Wetterkatastrophen sind. Da ist wenig, der mich erinnert, dass ich ein Teil bin vom Ganzen. Mhm. Da ist wenig, was mich in die Knie zwingt. Von außen, da ist wenig, was mich erinnert, dass ich nicht allmächtig bin, und da ist wenig, wo ich dienen darf, muss, könnte. Und die Erfahrung, ein Kind zur Welt zu bringen oder jemand, der krank ist, zu pflegen oder am Lebensende eine Sterbende zu begleiten, oder selbst sehr krank zu werden, das sind alle Dinge, da kann ich nur durchstehen, indem ich Ja sage. Und da kann ich, wie du sagtest, es ist anstrengend, man kommt an seine Grenzen, da ist einfach, du kannst nicht an dich als erstes in diese Situationen denken. Und ich bin absolut dafür, man muss wirklich gut auf sich aufpassen und pausen, und man soll nicht ausbrennen, weil man meint, es ist besser, einen anderen zu helfen als sich selbst. Ich habe von meinen Lehrern gelernt, es sollen allen gleich gut gehen. Ja, also ich habe das auch bei den Sterbenden. Lange Jahre dachte ich, die Sterbenden haben immer mehr Rechte, weil die doch sterbend sind. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe immer mehr Pärchen begegnet, wo die Ehefrau meinetwegen gesagt hat, ich kann nicht mehr. Ich schaffe das nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann ihn nicht zu Hause pflegen. Er ist besser, der geht in stationären Hospiz. Dann besuche ich ihn, aber ich schaffe das kräftemäßig nicht. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, das hat auch seine Berechtigung, absolut. Ja? Also das ist auch ganz wichtig. Also es sollen beide gleich gut gehen, aber die Erfahrung, sich selbst als Zweite stellen zu können, in dem Sinne, dass ich mich nach jemand anders richte, wo ich sonst nirgendwo mich nach jemand anders richten muss, wirklich in mein Leben. Ich finde das ganz wichtig. Ja, das wäre ein gutes Regulativ zu der gegenwärtigen Ego, ja, über narzisstischen Überhöhung von Menschen, die meinen, was sie denken, das muss unbedingt durchgesetzt werden. Und wenn der Staat was anderes sagt, ja, dann kann ich ja dafür gewalttätig werden oder sowas. Ne? Ja. Das ist nicht, nicht das Allerbeste. Das eigene Ego im richtigen Rahmen zu halten, nicht? Und zu merken, dass wir eben ein Teil des Ganzen sind und nicht nur Rechte haben, sondern auch Pflichten haben. Ja. Und ich würde es sehen, dass in diesen purpurnen Gesellschaften es eigentlich in der Beziehung noch besser geht, ja, dass ja, eben die Einbindung des Menschen in den Raum. Die Frage ist nur die, warum
verlieren wir immer die guten Sachen von früheren Stadien? Warum können wir die Sachen, die wirklich gut und nützlich sind, nicht mit hinaufnehmen in die Spirale, sagen wir mal? Das ist naja, ich glaube, wir müssen erst die Erfahrung machen. Also ich sage mal so, wenn ich durch mein Projekt gehe ich viel in den Moscheen, ich versuche arabisch und türkisch sprechende Ehrenamtlichen, die brauche ich in Berlin für Sterbebegleitungen. Und in den Moscheen finde ich sehr, sehr viele Interessierte, vorwiegend Männer, aber auch Frauen, die sagen, klar, da will ich helfen. Aber die wären bereit, wenn ich denen sage, morgen braucht die und die alte, der und der alte Mann Hilfe. Dann würden 30 Menschen kommen und helfen. Aber wenn ich sage, es gibt einen Vorbereitungskurs und man muss ein halbes Jahr kommen und da ist dies und diese Bürokratie, die zu erfüllen sei und man muss vorbereitet werden und da kommen sie nicht. Ja, ich kriege die sehr schwer in meine Kurse, weil da einfach diese, ich denke mal, blaue Verbindlichkeit fehlt. Aber spontan wären die sofort dabei für einen Landsmann oder so, ne? Sofort. Auf der anderen Seite sehe ich meine Ehrenamtliche, ungefähr über 70 Ehrenamtliche, die ich in der Hospizdienst, wo ich arbeite, zuständig bin. Und die wiederum, vorwiegend Akademiker, arbeiten meistens in Berufe, wo die nicht viel mit Menschen zu tun haben. Und bei denen kommt ein Bedürfnis, andere zu helfen. Kommt einfach mitten im Leben, merken, das kann nicht alles sein. Ich bin so privilegiert, ich will irgendwie da sein für andere. Und deswegen kommen die und machen den Kurs und wollen ehrenamtlich tätig werden. Wo der syrische junge Mann, den ich kennenlerne in der Moschee, sagt, spinnt ihr, ihr Deutschen, ich bin Deutsche in dem Fall, ihr Deutsche, ihr müsst einen Kurs machen, um beim Nachbarn zu klopfen. Ich gehe einfach klopfen und frage, ob die Hilfe braucht. Ja, und das ist so genial, weil man sieht die Unterschiede so deutlich. Aber ich denke, dass wir neue Gemeinschaften bilden. Also weil der Problem, die ich immer wieder mit diesen Purpurne-Strukturen sehe, ist, dass es funktioniert wunderbar. Die Menschen haben Unterstützung ohne Ende, solange die Regeln diese Clan einhalten. Aber sei mal schwul in so eine türkische, patriarchische Clan-Kultur. Sei mal schwul. Dann verlierst du nicht nur, hier würdest du deine Eltern sehr konservativ, Mutter und Vater vielleicht und vielleicht eine Oma, die noch lebt, aber das wäre es. Der Rest dein Leben wäre noch aufrecht. Aber in so einer Struktur, die so viel Sicherheit gibt, die so mächtig ist, wenn du da rausfliegst, verlierst du alles. Ja, dann hast du nichts. Und deshalb denke ich, die neuen Strukturen, die entstehen, die neuen Gemeinschaften, die Sanghas, die spirituelle Gruppen überall auf der Welt sind Gruppierungen von Menschen, die einen gemeinsamen Weg gehen wollen. Und ich denke, das ist so eine viel freiere Weg, die aber sehr viel Unterstützung bietet, wenn man es lebt. Ich habe mir gerade gedacht, das ist Purpurne, was du sagst, ich kann doch selber anklopfen am Nachbarn. Das ist so lange, wie die Menschen noch gut leben können, aber Hilfe brauchen. Ja? Dann ist das sicherlich sehr gut. Ob es im Sterbefall so gut ist, ich weiß es nicht. Ja, wenn du dazugehörst zum Clan, dann bist du umsorgt, aber musst trotzdem auch den Clan-Regeln auch da wahrscheinlich gehorchen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weißt du, wie ja. in diesen Kulturen das Sterben abläuft normalerweise? Ja, also da sind viele Konfliktfelder. Also weil da ist was sehr Interessantes, was passiert. Und zwar, desto kürzer die in Deutschland sind, also bei Menschen, die vielleicht geflüchtet sind jetzt 2015, 16, 17, wenn da jemand krebskrank wird, da passiert einerseits das, dass die keine Erfahrung haben wie wir mit Maximalmedizin und deren Wunsch ist es zu therapieren bis zum Anschlag, weil die so wie in Wunderland sind.
Also die kommen aus einem Land, wo es vielleicht kein Antibiotika, manchmal gar kein Arzt möglich zu sehen, da ist nichts. Ja, und erst recht von dem Krieg zerbombten Syrien, also und in anderen Ländern auch, kommen nach Deutschland, sind schwerst krank und haben Erwartungen an das Gesundheitswesen, das ist ein Wunder, ein Allheilmittel, ein Wunderwerk. Es ist so viele Erwartungen und die wollen gar nichts von Hospiz wissen und gar nicht von begleitet werden und dass man irgendwann die Therapien lässt und dass man nur schmerzt. Die wollen gar nichts davon wissen und wollen wirklich im Krankenhaus bleiben und wollen machen, machen, machen bis zum Schluss. Und das ist sehr schwierig für die deutsche Pflegenden und Ärzte zu verstehen und auch für beiden irgendwie zueinander zu kommen. Also das geht wirklich bis zum, die rufen die Polizei, nachdem derjenige verstorben ist, weil die sagen, ja, die haben die Therapie beendet, die haben meinen Bruder, meine Schwester, meine Ehefrau umgebracht. Oh, wow. Ja, es passiert häufiger. Und das ist so, wenn die sind halt in eine orangene Gesundheit, die kommen da rein, wir haben 30 Jahre lang Erfahrung, die nicht gemacht haben mit Maximalmedizin. Und aus unserer Erfahrung, oh Gott, alles machen bis zum Anschlag ist doch nicht das Beste. Und daraus entstand Hospizbewegung. Und wir sind woanders. Ja. Aber für die ist das absolut traumatisierend und das wollen sie nicht. Ne? Ich weiß gar nicht, was deine Frage war. Ich weiß nicht, ob ich es gerade war. Ja, es ging ja doch schon. Es ging darum, was die Sterbekultur ist in den anderen Völkern oder Kulturen. Aber du hast es ja insofern beantwortet, die Sterbekultur, wenn sie aus einem, sagen wir mal, Purple-Land kommen, dann kommen sie und denken in die orangene Gesellschaft und denken, das ist Wunderland und das... Da ist alles möglich. Ja? Das ist wie ein kleines Kind, was im Zaubergarten kommt, ja, und glaubt das. Genau. Und die glauben das ja wahrscheinlich wirklich, wenn sie ein Körperbewusstsein haben. Nicht? Die glauben das wirklich. Und da kommt auch viel Rot zu Trage auch, weil da werden sie oft, nicht oft, aber es gibt immer wieder Situationen, wo auch diese Unverständnis einfach so eine Wut auslöst, dass die dann wahnsinnig schwierige Patienten bzw. Angehörigen werden. Ja. Also das habe ich auch öfter erlebt. Was aber schön ist, ist wirklich Familien, die länger hier sind, die bereits mehr Erfahrung im Gesundheitswesen, die vielleicht ehemalige Gastarbeiterfamilien, die wollen auch viel Therapie machen. Also desto traditioneller die Menschen sind, desto mehr Therapie wollen sie. Aber zu sehen, wie die Familie einem umsorgt, also das ist wirklich sehr berührend und ist auch ein Konfliktfeld für die Hospize und Krankenhäuser, weil natürlich kommen die muslimische Familie mit sehr, sehr vielen Angehörigen und der Deutsche hat so dieses Glauben, dass wer krank ist, braucht seine Ruhe. Mhm. Und wenn du aus dem Land kommst, wo man zu 20 in ein Haus wohnt und draußen tobt der Bär und es ist überall Lärm, dieses Konzept gibt es nicht, das kennst du nicht mal. Also für dich ist es dann normal, dass es immer Lärm ist, immer Menschen, immer, das ist einfach der Kontext, in dem du lebst. Ja, und es ist wahrscheinlich auch das Gefühl, noch lebendig zu sein, wenn noch der ganze Lärm drumherum ist. Nicht? Ja, genau. Aber das ist auch wieder also sehr konfliktreich, ne, zwischen den Einzelnen und auch natürlich, wenn im Doppelbettzimmer im Krankenhaus eine Deutsche liegt, dann ich will auch meine Ruhe haben. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die ganz viel lärmen. Das kenne ich nicht. Ja, aber dann muss man gucken, wie macht man das, ne? Dass es beiden gut geht. Im Hospiz hat man nur Einzelzimmern. Das ist leichter zu machen. Aber dann kommt, wenn derjenige verstorben ist, dann ist der Trauerkultur eine ganz andere. Und da, also wir haben jetzt neulich eine Situation, ich hatte einen Patienten seit zwei Jahren begleitet. Er war aus Nigerien, er war aus einem anderen afrikanischen Land. Aber er war Athlet. Ups, jemand kommt dazu.
Nee, das ist nicht gedacht. Ja, wir werden gehackt und müssen wir rausschmeißen. Das kannst nur Ja, du. mache ich gerade mal. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Ja, manchmal hacken die rein und so. Ja. Habe ich schon mal erlebt. Ja, und er war 26 Jahre alt, und hatte eine große Verbindung zu der nigerianischen Community in Berlin. Und als er im Hospiz kam, haben die sogar ihn mal entführt. Und ja, und nach Hause gebracht und der Palliativmediziner musste dem sagen, ey, wenn er euch im Auto stirbt, das wird nicht gut sein, bitte, bitte, bitte bring ihn zurück ins Hospiz. Dann haben die ihn wieder zurück ins Hospiz gebracht, er wurde wieder stabilisiert. Da waren sehr aufgeregte junge Angehörigen, die überall rumrannten, die sehr viel Lärm gemacht haben, die sehr aufgeregt waren. Und dann, als er starb, dann war das wirklich, haben sie wirklich sehr lautstark getrauert. Was ich aus Israel kenne, was ich aus afrikanischen Ländern kenne, was ich aus den arabischen und türkischen Ländern, das ist üblich in vielen Ländern. Ja. Hier nicht. Die Klageweiber, nicht? Klageweiber, genau. Hier ist das nicht üblich und das erschreckt viele. Und ich weiß auch nicht, wie das für die anderen Patienten war, aber das ist einfach, ich find's toll, ich find's viel gesünder. Ich find's viel gesünder, das gleich rauszulassen und nicht hinter verschlossene Tür später, sondern es gleich, ich find's wunderbar, aber ich verstehe, dass es anderen ängstigt, wenn die das nicht kennen. Ja? Ja, da sind wirklich große Unterschiede, was das betrifft. Ja, jetzt, ich denke gerade an Integral, wenn man integrale Gesundheit und dann auch Sterbekultur machen würde, da würde man da wahrscheinlich entsprechend eigene Abteilungen einführen für die Menschen mit verschiedenem Hintergrund. Denn es ist ja doch auch eine Belastung für jemanden, der in Ruhe sterben will und dann ist ein Haufen Lärm drumherum, denke ich mir jedenfalls. Ja. Was denkst du, wie könnte ein integraler Approach sein? Also ich denke auch, Räume, um das zu ermöglichen, sind wichtig. Aber ich bin nicht dafür, alles immer abzutrennen. Also wenn es einen Raum gäbe, wo man dann die Angehörigen begleiten könnten, dass die hier in dieses Raum das leben dürfen, ohne allzu sehr den anderen zu stören, fände ich das total okay. Aber getrennte Abteilungen, ich bin dafür, dass wir voneinander lernen und dass wir, naja, ich sag mal so, ich bin Amerikanerin. Und Deutschland hat sich bis jetzt noch nicht als Einwanderungsland begriffen. Jetzt fängt Deutschland erst an, sich als Einwanderungsland zu begreifen. Ich komme aus einem Land, wo wir alle, unsere Großmüttern oder Urgroßmüttern, alle von irgendwo anders herkamen. Ne? Und deshalb gibt es da nicht, hier ist eine extra Abteilung für die Mexikaner und hier eine extra für die Juden und hier eine extra für die Schwarzen. Also Obwohl es das ja gibt ein bisschen, nicht? Also de facto in Amerika. ja, aber nicht jetzt Ja, in dem Sinne im nicht im Krankenhaus. Krankenhaus. Ja, zum Glück nicht, also Ja. wo es so viel Rassismus sonst gibt. Aber ich meine, gut, ich bin, wie gesagt, seit 22 Jahren in Deutschland. Ne? Meine Kindheit ist nicht der Amerika, die ich jetzt im Fernseher sehe. Also das erschreckt mich zutiefst. Aber als ich klein war und mein Bruder im Krankenhaus war, waren im Nachbarzimmer Mexikaner, die haben Chili-Pfeffern an die Tür gehängt, um böse Geistern wegzuhalten. Und es war einfach normal, dass eine Vielfalt an Kulturen da sind. Und deshalb, ich wünsche mir, dass die Gesundheitswesen offener wäre für diese Vielfältigkeit. Und dann kämen die auf kreative Ideen. Also ich schule auch sehr viel in Krankenhäuser.
Weil denen fehlt manchmal der Impuls zu einer kreative Lösung. Aber weghalten oder extra halten, finde ich, also manchmal muss es sein, natürlich. Aber in der Regel denke ich, es ist besser, wenn man eine andere Lösung findet. Mhm. Danke, das beantwortet eigentlich meine Frage. Denn du sagst, ja, Deutschland ist noch kein Einwanderungsland, deswegen wissen wir noch nicht, damit umzugehen und dass wir das lernen müssen. Ja. Und dann ist deine Arbeit ja ein großer Teil davon, das zu lernen und das nach außen zu bringen. Bevor wir gesprochen haben, da war mir gar nicht klar, dass das ein Problem ist, die Migranten. Die sterben ja natürlich auch. Ja. Das Alle war mir überhaupt nicht. Ich bin in der gleichen Kultur, ja, das noch so eingebaut auf, ja, Deutschland sind Deutsche, mehr oder weniger, nicht? Und ich meine, hier in Italien, wo ich lebe, da gibt es natürlich auch viele Migranten, aber man sieht nicht so sehr viel, weil ich lebe auf dem Land und die wollen ja lieber in der Stadt sein. Insofern kriege ich nicht so sehr viel mit, aber es ist eine gute Erinnerung, danke, dass die Welt sich geändert hat, ja, und dass man auch in Bezug auf Altwerden und Sterben daran denken muss, dass nicht alles so ist, wie wir immer denken, das ist normal, sagen wir mal so. Ja. Wow, das ist toll. Ich danke dir für diese Informationen und für den Beitrag und auch für die Arbeit, die du leistest, weil ja, wir müssen Tod wieder ins Leben bringen, nicht? Obwohl es schwer ist. Ich denke auch immer wieder dran, es ist, ja, irgendwann erwischt es mich dann schon, aber ich habe die Zuversicht, dass wir uns ja darauf vorbereiten können in irgendeiner Art und Weise, gedanklich oder gefühlsmäßig. Und dann habe ich, komisches Beispiel, aber ich habe die Erfahrung, dass wenn die Zeit so ist, dann mache ich auch das Richtige. Und zwar das Beispiel Autounfälle. Ja? Also ich habe schon mehrmals Situationen gehabt, wo es beinahe zum Unfall gekommen wäre. Und dann geht die Zeit so irgendwie ganz fix und dann weiß ich, ich kann mich darauf verlassen, ich mache das Richtige. Es ist mir ein paar Mal so gegangen und da habe ich gedacht, ich kann mich auf mich verlassen, wenn Extremsituationen sind, wenn nicht der Kopf so dazwischen die Geschichten erzählt und das Selbstmitleid und den ganzen Kram. Und insofern bin ich auch auf Tod eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass ich im richtigen Moment schon das Richtige machen werde. Und auf jeden Fall. Ja, und dafür ist es eben wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir das wieder in die Gesellschaft bringen. Und ich danke dir ganz, ganz sehr, dass du dich an mich gewendet hast und dass wir dieses aufnehmen können und hoffentlich im Dialog bleiben. Ja, schön. Heidi, ich bin ganz froh, weil wir sind ja in Kontakt gekommen, weil du den Post geteilt hast über Lorraine Laubscher. Ja. Yeah, yeah. Und ich kannte sie nicht. Und das finde ich, ich finde das ein Unding. Ja, ne? Yeah, wirklich. Dass ich sie so nie gehört hatte, obwohl ich mich mit Spiral Dynamics beschäftige und immer wusste, dass Don Beck da in Post-Apartheid Südafrika da ein sehr wichtiger Akteur war, dass das so friedlich von der Bühne ging. Aber dass Lorraine Laubscher so die Praktikerin war, die vor Ort das mit ihm und die Kontakte und das alles da gemacht hat, das wusste ich nicht. Und ich habe gedacht, das müssen alle wissen. Das genau. Müssen alle wissen. Genau, das ist mein anderes Bestreben, das, die Leistung von Frauen aus dem Hintergrund herauszuholen. Denn es ist ganz klar, dass ohne sie hätte Don Beck das nicht machen können. Ja. Denn sie wusste das Territorium, er wusste die Theorie, aber der hatte keine, sagen wir mal, dieses Geschick, mit den Menschen zu reden, nicht? Und da kannte sie ja auch nicht. Und sie wusste genau, ja? Sie hatte die Freundschaften und die Verbindung. Das war für mich auch dieses Riesenbestreben, sie sichtbar zu machen. Und ich hatte gehofft, dass wir das noch öfter machen können. Aber ich bin so froh, dass sie auf der integralen Konferenz dabei war. Und toll. Ja. Ganz, ganz toll. Ja, sie ist sicher ein Role Model, ne? Also ein Beispiel für wie man wirken kann. Das Einzige, was sie eben nicht gemacht hat, ist narzisstisches. Ja? Und man hat es ja auch in dem Video gesehen, Männer haben es einfach leichter, narzisstisch rüberzukommen. Sagt man ja so rum. Ja. Nicht so. Alle, aber einige schon. Aber ich fand's großartig. Mhm. Also so eine tolle Inspiration. Und ich finde es so wichtig, weil das, was sie zeigt in ihr Videos, ist genau
der Grund, weshalb für mich Spiral Dynamics so wichtig ist. Weil wenn es nur eine Theorie ist, über die ich mir lauter Gedanken machen kann, dann kann ich das, ist es für die Katz. Ja. Ja? Dann wozu ist das gut? Aber wenn ich das lebe, also für mich etwas, was ich verstanden habe, was ich nicht lebe, habe ich nicht verstanden. Oder ist es nicht wichtig? Und das, sie zeigt, wie sie beschrieben hat, in den Alterspflegeheimen, wie sie mit den Schwerstdementiellen, wie sie den zu lächeln bringt, wie sie die auf beige begegnet. Darum geht's. Wenn nicht dafür, dann ist es Quatsch, brauche ich nicht. Und deswegen finde ich das so, so, so wichtig. Und ich danke dir und bin ganz froh, dass du die Videos geteilt hast und dass du das bekannt machst, weil ich kannte es nicht. Bin ja, ganz ich ja auch nicht. Vielen Dank. Und ich war schockiert darüber. Ja. Und mir geht es halt auch um the feminine approach, ja, also um das feminine Art und Weise in der Welt zu sein. Was nicht heißt, dass es Männer nicht auch können. Aber im Allgemeinen ist eben der männliche ich bin, ich kann, ich bin, ja, und so, und ich mache das alles. Und der weibliche Approach ist eigentlich mehr, das zu tun und kein ja. großes Aufhebens zu machen. Ja. Und ich finde, wir müssen endlich das anerkennen, dass diese weibliche Seite wichtig ist, super wichtig ist. Ohne die würde unsere Welt nämlich nicht funktionieren. Nur die Theorien im Kopf haben und alle möglichen Tech-Dinger zu machen. Tech ist wichtig, ja, aber nur das alleine, ohne diese ausgleichende weiblichen Energien würde das nicht funktionieren. Aber die eine Seite wird anerkannt als wichtig und die andere als, ach ja, ja, merkt man gar nicht. Ja? Und das ist einer meiner Missionen, das zu hoffen, in die Welt zu bringen, die Aufmerksamkeit in die Welt zu bringen, dass ja. das Weibliche wichtig ist und Anerkennung verdient und gefördert werden muss und nicht einfach als, ja, die emotionalen Frauen, ja, die können wir ja mal. Ja, wobei die Frauen, finde ich, tragen das auch nicht mehr. Also die Frauen sind genauso dieses Irrtum unterlegen, dass nur das Denken und sich durchsetzen und all dieses Kram, dass der Feminine und der Maskuline, das muss in jeder Mensch inzwischen ausgeglichen werden, weil wir Frauen genauso dem unterliegen. Es ist nicht so, dass eine frauengeführte Firma dann weniger davon hätte. Im Gegenteil, manchmal sind die schlimmer inzwischen, dass diese Energien wieder in Gleichklang kommen. Da genau. stimme ich dir absolut zu. Das war halt, weil solche Role Models, solche Vorbilder wie Lorraine fehlten. Ja. Und dann haben die Frauen gedacht, ja, wenn du was werden willst in der Welt, dann musst du dem männlichen das männlichen Vorbild folgen und selber noch besser ein Mann werden als ein Mann. Ja. Das ist halt ein Irrtum. Und die Frauen zum Teil kommen schon wieder zurück. Ja. Ja. Ich habe in einem Feminine Power Kursen, die ich vor 10 Jahren gemacht habe, habe ich sehr viele Frauen kennengelernt aus solchen, sagen wir mal, männlichen Berufen, auf männliche Art und Weise gearbeitet, die ausgebrannt waren, haben gesagt, wir können das nicht mehr. Wir müssen zu dem zurückkommen, was unseres ist. Und der weibliche Ansatz ist eben ein anderer. Und solange wir den nicht wertschätzen selber, ist es natürlich schwierig, dass wir von der Gesellschaft verlangen, das wertzuschätzen. Ne? Ja. Also ist die erste Arbeit, dass wir das selber wertschätzen und Frauen, große Frauen, in die Bekanntheit rücken. Und das war mein... Und danke, dass du das gesehen hast und dass du das wertschätzt und dass wir da auf die Verbindung gekommen sind, zu der Verbindung. Vielen, vielen Dank. Und ja, damit sehr mache ich gerne. Für heute die Recording zu Ende. Also siehst du, ich rede auch halb Englisch und halb Deutsch. Ich weiß immer gar nicht, welche Sprache ich spreche. Ja, und ich, bei mir ist Italienisch noch dazu, dann wird es einfach völlig durcheinander. Ja, bis zum nächsten Mal. Und wer hier zugehört hat, wenn ihr dabei sein wollt, wir können auch gerne, ich habe gerade vorgestern eine Zuschrift bekommen von einer Frau, die in dieser Situation ist, dass der Mann verstorben ist. Wir können uns gerne zu Gesprächsgruppen zusammenfinden, vielleicht einmal im Monat oder alle 2 Wochen oder so und über diese Dinge sprechen, mit denen man normalerweise mit den Freunden nicht sprechen kann, weil die wollen, dass du so schnell wie möglich wieder normal wirst, wenn du einen Todesfall von einem geliebten Menschen erlebt hast. Oder wenn Probleme sind, dass der Mensch dem Sterben zu Ende geht, wenn du in Deutschland bist. Melde dich bei Elisabeth Schmidt-Papst. Kannst du noch sagen, wo sie dich finden? Gute Frage. Wie finden die mich?
Wie findet man mich? Keine Ahnung. Über dich? Über mich? Okay, gut. Über dich. Gut, dann werde ich dir das weiterleiten. Ja, also, genau. Ihr könnt hinschreiben zur info@thewisdomfactory.net oder auch paradisointegrale@gmail.com. Ich habe viele Adressen und ihr findet mich in Google. Da werdet ihr auf jeden Fall über mich zu Elisabeth kommen. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch. Ciao, ciao.